Januar 1077. Die Alpen im Norden von Italien. Ein grausamer Winter. Der deutsche König Heinrich IV. Auf dem Weg nach Italien, gekleidet ins Büßergewand. Ihm bleibt nur wenig Zeit, um eine Katastrophe abzuwenden. Demütig wie der ärmste Sünder will er vor den Papst treten. Er muss in die Kirche wieder aufgenommen werden, aus der ihn sein Erzfeind, der Heilige Vater in Rom, ausgeschlossen hat. Das Abendland erschüttert ein Kampf zwischen Kreuz und Krone. Ein Kampf des Königs gegen die Macht der Kirche. Gregor VII., der Papst. Er fühlt sich berufen, die Welt zu lenken. Nach der Herrschaft über den Himmel greift er jetzt nach der Herrschaft über die Erde. Das hatte die Welt noch nicht gesehen. Heinrich IV. Und der Papst liefern sich ein erbarmungsloses Duell. Ausgerechnet die beiden Männer, die für Ordnung und Recht sorgen sollen, richten ein politisches Chaos an. Ein Chaos, das das Mittelalter mehr erschüttert hat als alles andere. Worum geht es? Natürlich wie immer um die Herrschaft, um die Macht. Es geht um die Frage, wer der oberste Herr auf Erden ist. Kaiser oder Papst? Wer ist mächtiger? Der, der Soldaten und Land besitzt, oder der, der das Tor zum Himmel aufschließt? Das Tor zum Himmel aufschließen, das ist ja von Anfang an die Aufgabe des Papstes. Der erste Papst, das war Petrus, einer der Jünger Jesu. Ihm hat er diesen Schlüssel gegeben, den Schlüssel zum Himmelreich. Jesus machte damit Petrus zu seinem Stellvertreter. Dieser Petrus war ein ganz bescheidener Mensch, ein einfacher Fischer vom See Genezareth. Er konnte weder lesen noch schreiben, manchmal war er ein bisschen jähzornig. Und dann und wann im Großen und Ganzen aber treu und gutherzig. Ein richtiger Mensch eben, auch feige. Der Mann, der 1000 Jahre später in die Fußstapfen des Petrus tritt, ist da ganz anders. Papst Gregor VII. Er ist ein Kirchenfürst, ein starker Kirchenmanager, ehrgeizig. Er will höchster Herrscher auf Erden sein. Und da der weltliche Herrscher Heinrich nicht nach seiner Pfeife tanzt, wirft ihn kurzerhand aus der Kirche. Er exkommuniziert ihn. Rom, die Machtzentrale des Abendlandes. Von hier herrscht der Papst über die Christenheit. Ihm allein untersteht die Kirche. Er ernennt Bischöfe und verteilt geistliche Ämter. Darüber kommt es zum Streit. Es geht um die Macht. Denn auch der König ernennt Bischöfe und setzt Geistliche in Ämter ein. Männer, die für ihn auch weltliche Aufgaben übernehmen. Eine Zivilverwaltung, wie wir sie kennen, gab es damals nicht. Wer hat das Sagen? Papst oder König? Heinrich widersetzt sich dem Papst. Demonstrativ setzt der König Bischöfe in ihre Ämter ein. Eine Provokation. Die Autorität des Papstes ist untergraben. Gregor VII. Ist empört. Er erwartet Unterwerfung. Der Streit eskaliert. Heinrich fordert vom Papst, er solle zurücktreten. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Kraft seines Amtes exkommuniziert der Papst den deutschen König. Er wirft ihn aus der Kirche, aus der Gemeinschaft der Christen. Als der Bote die Nachricht bringt, ist Heinrich außer sich. Exkommunikation, das äußerste Mittel. Der zu Jähzorn neigende junge König, dessen Ziel es ist, Kaiser zu werden, rast vor Wut. Es herrschen raue Sitten. Will er sein Ziel erreichen, bleibt nur ein Ausweg. Er muss sich mit dem Papst versöhnen. In der Theorie sollten Kaiser und Papst harmonisch zusammenwirken.
jeder in seinem eigenen Machtbereich, aber einträchtig vereint. In der Praxis sieht es anders aus. Die beiden Machtbereiche überschneiden sich notwendigerweise, weil es keine Trennung von Kirche und Staat gibt. Es ist ein strenger Winter, als König Heinrich IV. Über die Alpen zieht. Mit ihm der gesamte Hofstaat. Wochen sind sie von Deutschland unterwegs. Ihr Ziel, die Begegnung mit dem Papst in Oberitalien. Heinrich setzt alles daran, die Exkommunikation rückgängig zu machen. Nur wenn er wieder in die Kirche aufgenommen wird, kann der König eines Tages Kaiser werden. Er muss dem Papst gegenübertreten. Der hält sich in Oberitalien auf. Die Burg von Quattro Castella am Fuße des Apennin. Der Papst weicht Heinrich aus. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Um nichts in der Welt will er dem König, den er aus dem Amt jagen möchte, begegnen. Heinrich lässt nicht locker. Trotz Schnee und Kälte setzt er seine Reise fort. Seine Späher sind gut informiert. Sie berichten ihm, wo der Papst sich aufhält. Der hat sein Quartier gewechselt und sich auf die Burg von Canossa zurückgezogen. Der Papst steht unter gewaltigem Druck. Gelingt es Heinrich, vor ihn zu treten, kann er nicht mehr ausweichen. Dann muss er seinem Erzfeind vergeben. So schreibt es der streng geltende Brauch vor. Heinrich hat die hohen Alpenpässe hinter sich gelassen. Bald krochen sie auf Händen und Füßen vorwärts, bald fielen sie hin und rutschten ein ganzes Stück den Berg hinunter. Die Königin aber und die Frauen ihres Gefolges, so beschreibt ein Chronist die Reise, wurden auf Rinderhäute gesetzt und von den Bergführern hinabgezogen. Schließlich gelangen sie nach Oberitalien. Dem Papst ist klar, dass kein ehrlicher Büßer vor ihn treten wird, sondern ein Heuchler, der große Pläne hat. Er sucht noch in letzter Minute die Begegnung zu vermeiden. Vergeblich. Jetzt ist er gezwungen, seinen Feind aufzunehmen. 3 Tage und 3 Nächte verharrt Heinrich vor dem Burgtor in Demut. Der berühmte Gang nach Canossa findet seinen Höhepunkt. Dann ist es soweit. Gregor ist gezwungen, den Büßer zu sich zu rufen. Am 28. Januar 1077 öffnen sich die Tore für Heinrich IV. Eine Niederlage für den Papst, der den König vernichten wollte. Gregor demonstriert Gnade vor aller Welt, wie es das Zeremoniell vorschreibt. Und weiß doch, hier steht kein reuiger Sünder vor ihm, sondern ein Politiker, der mit allen Mitteln seine Macht zurückhaben will. Die mächtigsten Männer der Welt, die sich abgrundtief hassen und deren Kampf gegeneinander noch lange nicht beendet sein sollte. Der Gang nach Canossa ist eine Erschütterung des Machtgefüges für die Eliten der Zeit. Er bedeutet die Demütigung des Kaisers. Und er bedeutet einen schwindelerregend hohen Machtanspruch des Papsttums. Es gibt in Canossa weder Sieger noch Besiegte. Nach meiner Ansicht verliert jeder der beiden. Mit dem Gang nach Canossa ist der König noch lange nicht am Ziel. Die großen Kämpfe warten noch auf ihn. Rom, die Engelsburg, Fluchtburg der Päpste. 3 Jahre vergingen, bis Heinrich seinen Erzfeind erneut herausforderte. Der hatte ihn nochmals exkommuniziert, aber diese Waffe war stumpf geworden. Heinrich kriecht nicht ein zweites Mal vor dem Papst. Er greift zum Schwert. Nach langer Belagerung Roms greifen die Truppen des deutschen Königs an. Der Widerstand der mit dem Papst verbündeten Heere ist schnell gebrochen. In diesem Kampf siegt Heinrich auf ganzer Linie. Die bunkerartigen Geheimgänge hinter meterdicken Mauern in der Engelsburg, die dem Papst Schutz geben sollten, werden zu seinem Gefängnis. Der Untergang des Mannes, der die Welt regieren wollte, scheint besiegelt. Erbarmungslos verfügt der König, dass der Papst für abgesetzt erklärt wird. Gedemütigt stirbt er wenige Jahre später im Exil. Für Heinrich dagegen ist endlich der Weg frei zum Ziel. Die Kaiserkrönung. Diesem Tag hat er jahrelang entgegengefiebert.
Er nimmt sich, was Gregor ihm verweigerte. Krone und Reichsapfel. Dazu das Zepter, die Insignien der kaiserlichen Macht. Und wer krönt ihn? Ein Papst, den Heinrich zu diesem Zweck eingesetzt hat, eine Marionette. König Heinrich und Papst Gregor. Dieses Dokument aus dem 12. Jahrhundert zeigt die beiden Streithähne. Aber die 800 Jahre alte Darstellung tut so, als ob sie ein Herz und eine Seele wären. In Wirklichkeit waren sie wie Feuer und Wasser. Dass Heinrich den Papst ins Gefängnis warf, war Höhepunkt im Streit der beiden. Heinrich triumphierte und ernannte einfach einen neuen Papst. Von dem ließ er sich zum Kaiser krönen. Eine clevere Idee? Na, so clever nun auch wieder nicht. Denn indem Heinrich sich von dem neuen Papst krönen ließ, räumte er dem Papsttum wieder alle Macht über den Kaiser ein. Auch Heinrich kam um die Macht des Papstes nicht herum. Die Tradition der Kirche war zu stark. Immerhin war in den Augen der Menschheit der Papst ja der verbürgte Stellvertreter Jesu, der Nachfolger des heiligen Petrus. Und dessen Andenken wurde hochgehalten, besonders in Rom, der alten Stadt der Christenheit. Und in ihrer Mitte das Grab des Petrus, einer der heiligsten Orte der Menschheitsgeschichte. Der Petersdom. Die größten Künstler ihrer Zeit haben ihn geschaffen. Die Kuppel hat Michelangelo entworfen. Über dem Altar des Petrus erhebt sich der berühmte Baldachin von Bernini aus dem 17. Jahrhundert. Aber tief unter diesen mächtigen Fundamenten soll das Grab des Petrus liegen. Tatsächlich wurde die Kirche über einer Gräberstraße aus der Antike gebaut. Die Experten haben ein entscheidendes Indiz ausgemacht, eine uralte Inschrift. Petros Eni. Das heißt, hier liegt Petrus. Ein Hinweis auf das wahre Grab des Petrus. Eine Nekropole, eine Stadt der Toten unter der Peterskirche. Hier wurden von der Antike bis in christliche Zeit Menschen begraben. Archäologen haben diese Mauern freigelegt. Der Überlieferung nach hat der Apostel Petrus in Rom eine christliche Gemeinde gegründet und wurde um das Jahr 64 nach Christus als Märtyrer gekreuzigt. Und zwar, wie er seine Henker bat, mit dem Kopf nach unten, weil er nicht würdig sei, wie Jesus zu sterben. Die Henker erfüllten ihm die Bitte, als sie ihn ans Kreuz schlugen. Der Ort des Petrusgrabes ist seit frühchristlicher Zeit eine Pilgerstätte. Ist die uralte Verehrung ein Hinweis darauf, dass Petrus hier wirklich begraben wurde? Der Altar des Petrus. Er bildet das Herzstück der Peterskirche, eines der großen Heiligtümer, direkt unter der mächtigen, im 16. Jahrhundert erbauten Kuppel von Michelangelo. Ein mythischer Ort. Hier hat von Anbeginn der Pontifex Maximus, der oberste Priester der Christenheit, seinen Sitz. Rom, die berühmteste Stadt der Welt. Die Stadt Rom war Caput Mundi, das heißt das Haupt der Welt. Rom war besucht von Tausenden von Pilgern. Alle Welt kannte Rom, das Imperium Romanum und der Papst, der dort saß. Rom war gewissermaßen im Bewusstsein der Welt die bekannteste Stadt. 264 Päpste zählen die offiziellen Chroniken vom ersten Papst bis heute. Petrus dargestellt mit Schlüssel und Bischofsstab. Das Archiv der Berliner Staatsbibliothek. Hier finden wir ein einmaliges Dokument. Eine 7 Meter lange Papierrolle mit den Päpsten, Kaisern und Königen von Anbeginn des Papsttums bis zur Entstehungszeit dieser Bilderchronik im 15. Jahrhundert. Die Päpste stehen über Kaisern und Königen. Auch der hier in der Mitte. Er eröffnet eine neue Runde im Kampf der Päpste gegen die weltlichen Herrscher, Bonifaz der VIII. Seine Wahl 1294 lief nicht nach den Regeln, die das Wahlgesetz vorschreibt. Denn erst nach dem Tod eines Papstes tritt die Wahlversammlung zusammen. Jetzt aber wird ein Papst zum Rücktritt gedrängt. Und Bonifaz der VIII. Nimmt seinen Platz ein.
Kurios war sein Auftreten in der schon an einiges gewöhnten Öffentlichkeit. Er liebte die Maskerade, kleidete sich gern wie ein römischer Imperator. Selbstverliebt wie er war, schätzte er vor allem die Macht. Die sollte ihm eines Tages zum Verhängnis werden. Er hat zwei Ziele, lange zu leben und viel Geld zu verdienen. Da ist das Amt Mittel zum Zweck. Und Geld fließt aus ganz Europa in die Kassen nach Rom. Und ein drittes Ziel verfolgt er. Er betreibt eine ausgesprochene Machtpolitik zum Vorteil seiner Familie. Der Kassenraum in der festungsartigen Engelsburg und der mannshohe eiserne Tresor. Hier horteten die Päpste Europas größte Reichtümer. Das Jahr 1300. Boniface VIII. Erklärt es zum Jubeljahr. Ein geschicktes Mittel, die Gläubigen nach Rom zu locken. Wer in diesem Jahr an die heiligen Stätten pilgert, dem werden alle Sünden erlassen. Und dann landet Boniface seinen politischen Coup. Jeder Mensch schuldet dem im geistlichen und weltlichen Bereich dominierenden Papst Gehorsam, verkündet er. Auch Könige und Kaiser müssen sich diesem Anspruch unterwerfen. Aber ein Anspruch ist eben nicht mehr als ein Anspruch. Leere Worte, wenn man sie nicht durchsetzen kann. Dazu aber braucht man politisches Gewicht. Und das verschafft man sich vor allem mit einem. Mit dem Besitz eines großen Reiches. Das ist ja die uralte Gleichung. Je größer das Land, das man besitzt, desto größer der Machtanspruch. Schon irgendwo im 8., 9. Jahrhundert haben die Fürsten gemerkt, dass sie sich mit Landbesitz im Rücken leichter regieren lässt. Und irgendjemand, niemand weiß bis heute wer, kam damals auf die geniale Idee, dem Papst ein großes Reich einfach zuzusprechen. Ein Fälscher kam auf diese Idee. Hier, diese Fälschung, wurde im Mittelalter das wichtigste Dokument für machthungrige Päpste. Die sogenannte Konstantinische Schenkung, eine uralte Urkunde, die behauptet, dass der römische Kaiser Konstantin dem Papst ganz Italien und dazu halb Europa geschenkt habe. Die Konstantinische Schenkung, das wertvolle Dokument in einem Kirchenmuseum in Italien. Es heißt, es sei die wortgetreue Kopie der Urkunde von Kaiser Konstantin aus dem 4. Jahrhundert. Über die kaiserliche Macht, so die Auslegung im Mittelalter, verfügt einzig der Papst. Mit dieser Urkunde lässt sich Weltpolitik machen. Die Konsequenzen der konstantinischen Schenkung bestanden darin, dass der Papst nun glaubte, einen Rechtstitel auf die weltliche Gewalt des Kirchenstaates zu besitzen, der ja eine zweifelhafte juristische Grundlage hatte. Denn der Papst kann keine Steuern erheben, er kann kein Gericht sprechen, er kann kein Militär aufstellen. Aber alle diese Dinge sind danach passiert. So eine Urkunde ist schweres Geschütz, auch wenn es in Wirklichkeit ein Fake ist. Denn dass es sich bei diesem Dokument bloß um eine Fälschung handelt, hat der Vatikan erst im 19. Jahrhundert zugegeben. Zur Zeit von Papst Boniface gilt die konstantinische Schenkung als echt. Für ihn ist sie eine echte Kampfansage. Philipp der Schöne, König von Frankreich. Denn der ist zu dieser Zeit der eigentlich starke Mann. Von Paris aus regiert ein mächtiges Reich. Muss sich der schöne Philipp von einem Papst Vorschriften machen lassen? Mit der wirtschaftlichen Blüte Frankreichs zu Beginn des 14. Jahrhunderts unter seinem König Philipp IV. Wächst das Verlangen, allein zu herrschen. Der Papst fordert in einem Brief Anerkennung seiner Macht und Unterwerfung. Ein neues Duell mit ungewissem Ausgang wird eröffnet. Der König von Frankreich will verhindern, dass die enormen Kirchensteuern an ihm vorbei nach Rom fließen. Schließlich braucht auch er Geld. Eine Tagesreise von Rom in ländlicher Idylle residiert Papst Boniface VIII. In einem kleinen Palast in dem Städtchen Anani. Hier erhält er die Antwort des französischen Königs. Hat er vielleicht zu viel riskiert, dieser eigenwillige Papst?
Bonifaz VIII. War ein hochintellektueller Jurist, ein Mann der Literatur, ein Mann der Politik, ein Mann der Diplomatie, von einem unglaublichen Selbstbewusstsein erfüllt. Er fühlte sich als Schiedsrichter sämtlicher Streitfragen der Welt, hat sich überall eingemischt. Jetzt kommt es zum Eklat. Die Abendstunden des 7. September 1303. Der französische König lässt Bonifaz in seinem Palast auflauern. Ein Trupp Bewaffneter unter französischem Kommando. Bonifaz ist beim Gebet, als sie den Palast stürmen. Plötzlich steht ein Angreifer vor ihm. Mit einem eisernen Handschuh schlägt er zu. Der Papst erholt sich von diesem Anschlag nicht mehr. Als Ohrfeige von Anani geht dieses Attentat in die Geschichte ein. Frankreich ist nun einmal stärker. Es nimmt das Papsttum in Geiselhaft. Es nutzt nichts, sich dagegen zu wehren. Es ist klüger, sich mit den Franzosen zu arrangieren. Der König von Frankreich nimmt Einfluss darauf, wer Papst wird. Die Folge? Die Päpste verlegen ihren Sitz nach Avignon. Der Auftakt der neuen Epoche? Unter dem ersten Papst von Avignon findet eine Verfolgung statt, wie sie Europa noch nicht erlebt hat. Dabei geht es um Geld, um viel Geld. Es geht um die Reichtümer der Ritterorden, auf die es der König abgesehen hat. Und der Papst hilft bei dem bestens kalkulierten Raub. In der 200-jährigen Geschichte der Kreuzzüge ins Heilige Land waren Ritterorden erstarkt und zu Geld gekommen. Allen voran die Ritter des mächtigen Templerordens. Am Ende waren sie im Orient gescheitert. Islamische Kämpfer besiegten sie und vertrieben sie aus dem Land. Die heiligen Stätten der Christenheit, das Grab Jesu in Jerusalem und die Stadt Akko mussten den Feinden überlassen werden. Geschlagen und gedemütigt, in ihrem Glauben an die Herrschaft des Christentums erschüttert, zogen die Überlebenden der Kämpfe nach Westen. Was an Reichtümern zu retten war, nahmen sie mit. Zurück ließen sie die gewaltigen Burgen, die noch heute als eindrucksvolle Monumente ihrer Stärke und ihres Wohlstands weit ins Land sichtbar sind. Wie hier die Burg Krak du Chevalier in Syrien. Ritter des Templerordens wurden vom Papst vor ein Tribunal gestellt und enteignet. Man hatte es auf ihre Reichtümer abgesehen. Viele endeten auf dem Scheiterhaufen. Ein Justizskandal, an dem Papst Clemens V. auf Geheiß des Königs von Frankreich mitwirkte. Er war der erste der Päpste in Avignon, die für fast 7 Jahrzehnte die Geschicke der Christenheit von hier lenkten. Trotz ihrer Abhängigkeit von der französischen Krone sollten sie dem Papsttum einen ganz neuen Glanz verleihen. Am avignonesischen Papsttum lassen sich 2 wesentliche Entwicklungen nachweisen. Zum einen ein ausgeprägter Zentralismus, eine perfektionierte Besteuerung der Kirche, zunehmende Kapitalströme und eine Tendenz zur Hofhaltung, zum höfischen Leben, die man heute noch am Papstpalast eindrucksvoll nachvollziehen kann. Der Papstpalast von Avignon. Mauern, Wehrtürme, Schießscharten und Verteidigungsanlagen. Ausdruck einer gewaltigen Macht, deren Verführung groß ist. Nicht jeder hat die Kraft zu widerstehen, wenn alle Macht der Welt zu Füßen liegt. Das gilt auch für kirchliche Würdenträger. Noch erhalten ist die Einkaufsliste für das Bankett von Papst Clemens VI. Und zwar anlässlich seiner Wahl. 118 Rinder, 60 Schweine, 6.000 Eier, über 3.000 Stück Geflügel und 5.000 Torten. Unfassbar. Die Bescheidenheit der ersten Christen verdreht sich am Papsthof zu Avignon in rauschende Sinnesfreude. Der Gipfel des Machtanspruchs symbolisiert die Papstkrone, die sogenannte Tiara. Diese Kopfbedeckung besteht gleich aus 3 Kronen. Die erste steht für die Macht über den Himmel. Die zweite
für die Macht über die Erde und die dritte steht für die Herrschaft über die Stadt Rom. Die Tiara ist ein beeindruckendes Beispiel für die Wunschträume der Päpste im Mittelalter. Wunschträume? Ja, das sind bloß Wünsche. Denn die Weltherrschaft ist in diesem 14. Jahrhundert in weiter Ferne. Und nicht einmal die Herrschaft über Rom ist dem Papst jetzt geblieben. Im Exil, in Avignon, herrschen ganz andere Verhältnisse. Die Stadt wird zu einem Anziehungspunkt für Zuwanderer aus entfernten Regionen. Avignon gewinnt kosmopolitisches Flair. Kirchenleute, die aus Rom mit den Kardinälen mitgegangen sind, entdecken, dass das Leben im französischen Exil sehr angenehm sein kann. Händler und deren Frauen kommen in die Stadt. Es entwickelt sich ein neues Bürgertum. Aber auch die dunklen Seiten des städtischen Lebens stellen sich ein: Korruption und Prostitution. An zwielichtigen Geschäften, so heißt es, verdient die Geistlichkeit kräftig mit. Prunkvolle Gastmahle werden gegeben, Mätressen gehen ein und aus. Hure Babylon wird Avignon beschimpft. Und das alles unter den Augen der Päpste, die über immer neue Geldquellen nachdenken. Der Papst war der reichste Mann der Welt, ein Mann, der über die Besetzung der Bischofsämter eine ungeheure Macht hatte. Und wenn man den in der Nähe hat, kann man den ganz anders unter Druck setzen, als wenn der im fremden Rom sitzt. Der Papstpalast von Avignon. Die überwältigende Architektur ist nicht nur ein Spiegel des Glaubens, sondern auch Ausstellung der Macht. Die Päpste fördern die Entfaltung der Künste. Sie sind Mäzene. Sie sind offen für einen neuen Stil in der religiösen Malerei. An den Wänden der Privatgemächer, im Stil der kommenden Renaissance, Szenen aus dem Alltagsleben, von der Jagd und dem Fischfang. Voraussetzung ist Geld. Und das muss beschafft werden. Eine beliebte Quelle ist der Ablasshandel. Ein ausgeklügeltes System. Geld gegen Sünden, für die man im Jenseits büßen müsste. Die Päpste verdienen daran. Eine andere Einnahmequelle, der Handel mit Reliquien, der seit der Kreuzfahrerzeit schwungvoll blüht. Eine ganze Industrie entsteht, um Reliquien herzustellen. Knochen von Heiligen werden präpariert. Reliquien gehören zum Leben der Menschen im Mittelalter. Holzteile vom Kreuz Jesu hinter kleinen Glasscheiben. Der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist diese Sammlung aus dem frühen 15. Jahrhundert. Es ist die Reliquiensammlung eines Papstes. Der Schädel eines Heiligen. Wie viele Reliquien sollte er vor Krankheit oder Unglück schützen? Europa und auch Frankreich werden Mitte des 14. Jahrhunderts von der Pest heimgesucht. Die Pest, ist sie die Strafe Gottes für die Sündhaftigkeit der Päpste? Dass Ratten als Überträger eines Bacillus die Seuche verbreiten, weiß man nicht. Tag und Nacht läutet die Totenglocke. Der Tod tritt oft innerhalb weniger Stunden ein. Die Hälfte der 50.000 Einwohner von Avignon stirbt. An manchen Tagen sind es 400 Menschen. Schreckliches Elend auf der einen Seite, Prachtentfaltung auf der anderen. Die Zeit des Mittelalters ist gekennzeichnet von ungeheuren Widersprüchen. Der Tod ist allgegenwärtig und die Kunst spiegelt alle Schrecken des Alltags. Die Sehnsucht nach der Lösung ist kaum zu stillen. Was aber kann retten? Nun, die Heiligen. Die, die sich in der Geschichte durch ihre Taten um die Kirche verdient gemacht haben und das oft mit dem Leben bezahlen mussten. Das hier ist eine Monstranz. Monstrare ist lateinisch und heißt zeigen. Ein Zeigegefäß. Darin werden die Knochen christlicher Märtyrer ausgestellt, die man seit der Zeit des Mittelalters als kostbare Waren handelt. Auch Reste von Kleidern,
Splitter vom Kreuz Christi, Haare, Fingernägel, Blutstropfen, von all dem, so glaubt man, gehe eine himmlische Wirkung aus, als ob vom Verdienst der Märtyrer etwas abfärbe, wenn man ihnen ganz nahe ist. Im Mittelalter wird dieser Volksglauben immer stärker. In Prozessionen trägt man die Reliquien an Festtagen herum und der Kirche ist es recht, weil sie die Gläubigen so noch stärker an den Kultus bindet. Noch heute lebt die mittelalterliche Tradition überall im Christentum fort. Die bedeutendste aller Prozessionen ist seit Jahrhunderten dieses Ereignis. Am Karfreitag gehen unzählige Christen aus aller Welt den Schmerzensweg in Jerusalem, den Jesus gehen musste, bevor man ihn ans Kreuz schlug. Hier fühlen sich die Gläubigen dem Ursprung ihrer Religion ganz nahe. Hier, in Jerusalem, spüren sie eine geradezu körperliche Verbindung mit der ursprünglichsten Quelle ihres Glaubens. Die Tradition des Christentums hat zwei bedeutende Namen: Jerusalem und Rom. Im Mittelalter war Jerusalem nach der Niederlage der Kreuzritter verloren. Blieb noch Rom. Das Leben in Rom ging trotz Avignon ungebrochen weiter. Die Mystik, deren Anhänger göttliche Botschaften empfangen und Prophezeiungen verkünden, erfasst die Stadt. Den Päpsten drohe der frühe Tod, wenn sie nicht nach Rom zurückkehrten, heißt es. Eine prominente Mystikerin ist Katharina von Siena. Sie bewegt den Papst zur Rückkehr. Rom ist der Sitz des Papsttums geblieben. Der Papst ist auch in Avignon Bischof von Rom. Im Apostolischen Palast vom Vatikan, einer der prunkvollsten Räume, ist der im 16. Jahrhundert entstandene Königssaal. Hier findet sich ein Echo auf das vorläufige Ende der Papstherrschaft von Avignon. Ein Gemälde, das in mythischer und allegorischer Ausschmückung die Rückkehr von Papst Gregor XI. Aus dem französischen Exil nach Rom festhält. Ein Triumph, der viel zu früh gefeiert wurde. Das Interesse, die Päpste aus Avignon nach Rom zurückzuholen, ist einerseits religiös bedingt durch die Apostelgräber und andererseits auch ökonomisch durch die großen Pilgerströme, die natürlich immer nur nach Rom flossen und nicht nach Avignon und von daher für die Römer selber eine ungeheure Einnahmequelle bedeuteten. Eine Katastrophe bahnt sich an. Der im Triumph nach Rom zurückgekehrte Papst stirbt kurz nach seiner Ankunft. Eine Wahlversammlung der völlig zerstrittenen Kardinäle wird einberufen. Zum ersten Mal seit mehr als 70 Jahren findet wieder eine Papstwahl in Rom statt. 16 Kardinäle, ein Spanier, 4 Italiener und 11 Franzosen, die Franzosen sind also in der Überzahl, kommen zur Wahlversammlung zusammen, um einen aus ihren Reihen zum Papst zu wählen. Nach turbulenten Machtkämpfen und dem Geschacher um Ämter und Pfründe werden die Kardinäle unter Bewachung eingeschlossen und zur Wahl gezwungen. Sie einigen sich auf einen schwächlichen Kompromisskandidaten, der den Franzosen zusichert, seinen Sitz wieder nach Avignon zu verlegen. Der gewählte Papst, ein Italiener, denkt nicht daran, nach Avignon zu gehen. Mit harter Hand will er die Kirche reformieren. Die Feinde seiner Politik steckt er ins Gefängnis oder lässt sie hinrichten. Er ist verhasst wie ein Tyrann. Nun aber spricht der Mob der Straße. Der neue Papst ist Italiener, aber nicht Römer. Der Mob fordert einen Römer als Papst und ja keinen, der vielleicht doch nach Avignon geht. Anarchie breitet sich aus. Unter diesem Druck wird die letzte Wahl für ungültig erklärt. Ein neuer Papst muss her. Nun gibt es zwei Päpste. Das Chaos ist perfekt. Da beide nicht als rechtmäßig angesehen werden, wählt ein Konzil schließlich einen dritten Papst. Wenn es nun gar so weit ging, dass innerhalb der lateinischen Kirche drei beanspruchten Päpste zu sein, dann war das einfach ein perverser Zustand, der behoben werden musste, wenn man zur Normalität zurückkehren wollte. Eine Christenheit und drei Päpste. Welcher ist der richtige Papst? Und wie gelangt der Gläubige zum Seelenheil, das er ohne Kirche und Geistlichkeit nicht erreichen kann?
Die katholische Geistlichkeit ohne spirituelle Führung? Katholisch. Das kommt aus dem Griechischen und heißt die ganze Welt umfassen. Gemeint ist damit der Anspruch, eine Kirche für alle Menschen zu sein. Eine Kirche für die ganze Welt. Nun, die ganze Welt, das ist für die Kirche des Mittelalters einzig Europa. Aber auch diese Welt ist damals alles andere als eine einzige. Hier ein Papst in Rom und dort ein Papst in Avignon. Und plötzlich teilt sich diese christliche Welt. Und das ist nicht nur ein politischer Riss, es ist ein tieferer. Die Folgen sind dramatisch, denn nun ist auch der Himmel geteilt. Was sollen die Menschen jetzt glauben? Wem vertrauen? Dem Papst in Rom oder dem in Avignon oder dem Dritten, den ein Krisenkonzil zum Papst bestimmt hat? Keiner von ihnen denkt an Rücktritt. 6 Jahre lang sollte Gott 3 rivalisierende Stellvertreter auf Erden haben. Der Papst in Rom ist ein Despot. Niemand ist vor ihm sicher. Als er von einem Komplott erfährt, lässt er die Verschwörer hinrichten. Der zweite Papst flieht aus Rom und verlegt seinen Sitz nach Oberitalien. Die Kirchenspaltung, das große abendländische Schisma, bedeutet mehr als nur den Tiefpunkt des Heiligen Amtes. Für die Mehrheit der Christen war das Schisma ohne Frage eine tiefe Verunsicherung. Welcher der drei Päpste war der wahre Stellvertreter Christi? Pessimistische Theologen gingen davon aus, dass in dieser Zeit niemand den Weg ins Heil, ins Himmelreich finden konnte. Auf der anderen Seite haben die weltlichen Herrscher diese Situation kräftig ausgenutzt. In Frankreich sorgen die Franzosen dafür, dass ihr Papst nach Frankreich zurückkehrt. Der nur wenige Jahre verwaiste Papstpalast in Avignon wird wieder bezogen. 3 Päpste, von denen keiner an seiner Legitimität zweifelt. Keiner gibt nach. Verbissen halten sie an ihren Ämtern fest. Sie beschimpfen, bekämpfen und exkommunizieren sich gegenseitig. Europa ist geteilt nach 3 Herrschaftsgebieten der Päpste in Rom, Oberitalien und Avignon. Rettung kommt mit dem Konzil von Konstanz. Die kleine Stadt am Bodensee wird Mittelpunkt der Christenheit. 4 Jahre lang tagt hier ein Völkerkongress, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Fürsten, Kardinäle, Geistliche aus ganz Europa versammeln sich. 30.000 Menschen kommen mit dem Konzil in die Stadt. Delegationen aus Russland, Arabien bis nach Indien sind vertreten. Die Neuordnung des Papsttums und Europas ist Ziel des Konzils. Einberufen von dem deutschen König Sigismund. Sigismund ist eine strahlende Gestalt des Mittelalters. Sigismund weiß, dass er die Kirche beschützen muss, die durch die Kirchenspaltung erschüttert ist. Und er weiß, dass es nur an ihm liegt, den Frieden zurückzubringen. Im Münster von Konstanz finden Gottesdienste und Verhandlungen statt. Die Päpste werden hierher einbestellt. Einzig einer kommt, und das mit der unguten Befürchtung, dass die Sache für ihn schlecht ausgehen wird. Johannes der 23. Als er befürchtet, verurteilt zu werden und die Stimmung gegen ihn umschlägt, flieht er als Mönch verkleidet aus der Stadt und wird wenig später gefangen. Er verliert sein Amt und wird ins Gefängnis gesteckt. Mit der Rücktrittserklärung nach einigen Verhandlungen macht es sich der zweite Papst, Gregor der XII., leichter. Ihn behandelt man mit Respekt und würdevoll. Der Rücktritt wird belohnt, er wird in Ehren entlassen. Noch heute ist die Basilika von Recanati an der Adriatischen Küste in Italien eindrucksvolles Zeugnis seiner kirchlichen Autorität. Bis zu seinem Lebensende sollte er an diesem Ort Bischof bleiben. Die eigentliche Leistung des Konzils ist die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit. Spanien, eine Halbinsel bei Valencia. Hier hält Benedikt der 13. weiterhin Hof. Er ist der starrsinnigste der 3 Päpste. Er weigert sich als einziger zurückzutreten. Er hält verbissen an seinem Anspruch fest, rechtmäßiger Papst zu sein, umgeben von 4 Kardinälen und einigen Getreuen. Er will Herrscher über Himmel und Erde sein –
und ist doch nichts als Herrscher über einen kleinen Felsen im Meer. Zwischen dem Gang nach Canossa und dem Konzil von Konstanz sind 350 Jahre vergangen. Das Duell zwischen Kreuz und Krone ist einem Frieden gewichen, vorerst jedenfalls. Als der neue Papst, Martin V., der in Konstanz bestimmt wurde, in Rom einzieht, hofft die Welt, dass die Zeit der Irrlehren vorbei ist und dass das Christentum unter Führung seiner zukünftigen Päpste besseren Zeiten entgegensieht. Der Herbst des Mittelalters geht zu Ende. Ein neuer Anfang liegt in der Luft. Die große Frage, wer in der Welt mehr zu sagen habe, Kaiser oder Papst, ist jetzt entschieden zugunsten des Kaisers. Das Papsttum muss sich fügen, aber es kann auch eine Chance darin liegen, den Anspruch auf Weltherrschaft aufzugeben. Die Päpste, die jetzt regieren, machen Rom wieder zum Zentrum der Christenheit. Hoffnungen auf Reformen werden an diese Männer geknüpft. Der Papst soll jetzt von den Kardinälen und Erzbischöfen gewählt werden. Ein frommer Wunsch, zunächst. Denn Korruption und Machtgier sind damit noch längst nicht besiegt. Die neuen Männer auf dem Papstthron werden zwar weniger Weltpolitik machen, dafür aber umso mehr ihren Leidenschaften folgen. Und die aufblühenden italienischen Städte bieten genau dafür verlockende Möglichkeiten. Florenz, Machtzentrale der Medici. Gegen sie führte Papst Sixtus IV. Eine erbitterte Fehde. Mord vor dem Allerheiligsten. Das Attentat auf den Clan der Medici. Welche Rolle spielte der Papst bei dieser Verschwörung? Maximilian Schell führt auch im zweiten Teil durch das Imperium der Päpste. Nächsten Sonntag um 19.30 Uhr im ZDF. Das Buch zur ZDF-Reihe erhalten Sie im Handel und im ZDF-Online-Shop.